Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Mein Name ist Katharina. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Und im heutigen Video möchte ich dir den Link Rotator von Bilderall vorstellen. Beziehungsweise hast du auch die Möglichkeit, verschiedene Aktionen je nach Anzahl der Linkklicks durchzuführen. Wie das Ganze in der Praxis aussieht und so weiter, das werde ich dir gleich an meinem Bildschirm zeigen. Aber ganz kurz zur Erklärung, was ist überhaupt ein Link Rotator? Weil das ist, glaube ich, die Funktion, die am mächtigsten ist. Und die auch meistens am teuersten ist, wenn man sie bei anderen Tools kauft. Okay, und zwar macht ein Link-Rotator Folgendes. Ich bin zum Beispiel in einem Network aktiv und kann zum Beispiel sehr gut Ads schalten. Meine Partner können das aber nicht. Und jetzt könnte ich zum Beispiel sagen, dass ich die Ads für meine Partner mitschalte, indem dass ich den Link-Rotator nutze. Bedeutet, meine Partner geben mir dann halt anteilig das Geld dafür, ja, für das Tagesbudget, was ich eben verwende. Und ich habe das dann so eingestellt, dass 10% des Traffics, der auf diese Seite kommt, an Link A geht. 10% da, 10% da, 10% da. Das heißt, wir haben 10 Leute. Jeder kriegt 10% des Traffics, der auf die Seite kommt. Und so rotiert dieser Rotator halt immer. Ja, er verteilt diesen Traffic. Und das ist halt genial, wenn du dich halt mit mehreren zusammentust und ihr gemeinsam mit mehr Budget Werbeanzeigen schalten wollt. Das ist einfach nur ein ganz simples Beispiel, okay? Man kann es für ganz viele verschiedene Anwendungsbeispiele nutzen, aber ich glaube, das Beispiel mit bezahlter Werbung ist so das beliebteste, gerade auch im Network, weil es da meistens einen gibt, der das sehr gut kann. Der macht das eben und dann wird der Traffic so aufgeteilt. Das ist eine sehr, sehr geniale Funktion. Und wenn man das woanders nutzen will, so ein Tool, zum Beispiel bei ClickMagic und so weiter, zahlst du locker über 100 Euro dafür im Monat. Und hier kriegst du es komplett kostenlos bei Bilderall im Premium-Plan mit dabei. Ist es geil? Ja, sehr geil. Und wie das Ganze in der Praxis funktioniert, werde ich dir im heutigen Video zeigen. Und wie gesagt, falls du dir Bilderall 5.0 noch sichern möchtest, du findest hier unten in der Videobeschreibung einen Link zum Webinar. Meld dich an, schau dir die Aufzeichnung an und dann sicher dir deinen Plan. Ich persönlich empfehle dir den Premium-Plan. Und jetzt würde ich sagen, verschwenden wir keine Zeit mehr, gehen direkt an meinen Bildschirm. Let's go! So, jetzt sind wir hier auch an meinem Bildschirm und ich möchte dir gerne einmal die Multi-Aktionen bzw. unseren Link-Rotator vorstellen. Das Ganze hier ist mit dem Cheetah Site Builder verknüpft. Du findest es hier in den Grundeinstellungen deiner Seite bzw. hier in dem linken Menü unter Multi-Aktionen. So, wir legen das Ganze jetzt hier einmal fest und gehen hier einmal auf neue Multi-Aktionen. Sollten natürlich auch draufklicken. Jetzt geben wir den ganzen einen Namen, sage ich zum Beispiel Ads 1, okay? Dann klicke ich hier auf den Haken und jetzt kommen wir auch schon über den Stift, über Bearbeiten in unser Menü. Und jetzt müssen wir natürlich ein paar Optionen hinzufügen. Ich sage jetzt mal, wir sind einfach 3 Leute, also ich und noch 3 weitere. Jetzt sage ich hier Nummer 1 bin ich, 2 ist die weitere, 3 die dritte Person. Jetzt könnte ich auch sagen, dass ich 100 Klicks bekomme. 100 Klicks bekommt dann Person 2, das heißt, wenn ich die 100 Klicks habe, geht es hier mit 100 Klicks weiter und jetzt hier mit 100 Klicks, okay? Und danach wäre Schluss. Ich könnte als Beispiel aber auch sagen, auf den Link 1 gehen 100 Klicks, auf den Link 2 gehen 100 Klicks und auf den Link 3 gehen 100 Klicks. Wenn ich sage, dieses Angebot hier ist nur für 100 Personen verfügbar, dann kommt das und dann kommt das. Natürlich kannst du die Zahl hier abändern, ja, du kannst 1000 einstellen oder 12. Wie auch immer, okay, du kannst es ganz beliebig anpassen. Ich könnte auch sagen, jetzt als Beispiel, wir machen das jetzt mal das Beispiel mit dem Link-Rotator. Ich schalte Ads und habe dann, hier oben bin ich und habe noch 2 weitere Personen, okay? Dann sage ich, ein Klick geht zu mir, der nächste Klick geht hierhin, der nächste Klick geht hierhin und ich aktiviere hier den Rotator. Und jetzt rotiert das Ganze. Bedeutet, es fängt immer wieder hier an. Ein Klick, der nächste Klick hier, der nächste hier. Dann wieder zu mir und hier runter bis in die Unendlichkeit, okay? Hier gebe ich ganz normal die Seiten ein. So, hier sollte ich natürlich den Affiliate-Link verlinken von der jeweiligen Person dann. Beziehungsweise mein Affiliate-Link ist aff1.de. Wir kopieren uns das Ganze mal, damit es ein bisschen schneller geht. Der andere hat AFF2 als Beispiel, okay? Einfach nur mal so. Und hier 3. Und jetzt gehen wir hier auf Speichern. Damit haben wir das hier gespeichert und haben jetzt hier eine Link-Rotation, die hier immer wieder startet. So, und jetzt sind wir zurück bei meine Seiten. Und jetzt müssen wir das Ganze natürlich noch mit einem Button verknüpfen. Jetzt gehen wir hier auf Seite bearbeiten.
und machen das Ganze wie folgt. Gut, mein Video ist schon pausiert, zum Glück. Das hier war übrigens meine Bridge-Page für den Builderall 5.0 Launch. Nur einfach mal als Beispiel, weil wenn ich bezahlte Werbung schalte, was ich hier in dem Fall auch gemacht habe, habe ich eben eine eigene Bridge-Page mit einem kleinen Video, mit einem kleinen Pre-Frame-Video, wie ich es immer so schön sage. Dann klickt man hier drauf und kommt zur Webinar-Anmelde-Seite. Hat sehr gut funktioniert und ist auch mit einer der Gründe, warum ich bei dem Launch der erfolgreichste Affiliate hier im deutschsprachigen Raum war. Diese Strategie funktioniert immer gut, wenn man da einfach nochmal ein bisschen die persönliche Note mit einbaut. Aber gut, darum soll es nicht gehen. Ich sage jetzt, ich möchte hier den Button mit verlinken und das kann ich zum Beispiel auch machen für so ein Builder-Olli. Ich sage, okay, ich schnapp mir zwei Leute, ihr gebt mir Werbebudget und wir machen hier eine Rotation auf meiner Seite. So, aber wir klicken jetzt erstmal hier auf diesen Button, gehen auf die Verknüpfung und jetzt haben wir hier unten den Punkt Multi. Jetzt klicken wir hier drauf. Und jetzt sind hier schon die einzelnen Aktionen, die wir festgelegt haben. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, wir haben gerade Ads 1 festgelegt, wo ich die drei Links festgelegt habe. Jeweils zu drei Personen, zu drei Affiliates-Links plus die Link-Rotation. Das wählen wir aus. Jetzt gehen wir hier auf Wählen und würden hier auf Speichern klicken und dann läuft das Ganze. Dann kann ich hier drauf Werbung schalten, ich bekomme einen Link-Klick, die nächste Person und so weiter. Sehr, sehr geil und super einfach, du hast keine Limitierung. Ja, das war das Video bzw. das Tutorial zum Link-Rotator. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Du kannst mir ja gerne mal in den Kommentaren verraten, ob du einen Link-Rotator schon mal genutzt hast, ob du jetzt vielleicht überlegst, das Ganze zu nutzen. Gerade wenn du Builderall-Nutzer bist, dann hast du das Ganze ja eh kostenlos on board und vielleicht hast du schon ein paar Ideen, wie du das Ganze einsetzen kannst oder mit deinem Business verbinden kannst, teile doch diese Ideen gerne mal hier in die Kommentare. Ich freue mich da immer wieder auch etwas von dir zu lesen. Und wenn du jetzt Builderall noch nicht nutzt, dann kannst du mir auch gerne mal verraten, wie du diese Funktion findest und ob du vielleicht jetzt einfach auch sagst, wow, Builderall hat sich echt krass verbessert. Ich glaube, ich muss Builderall mal eine Chance geben, denn das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn du das ganze Potenzial von Builderall sehen möchtest, dann empfehle ich dir natürlich, dass du dich hier unten für das Webinar anmeldest, dir die Aufzeichnung ansiehst, denn da werden dir alle Tools bis ins kleinste Detail nochmal erklärt. Und dann siehst du einfach, was für eine Power Builderall hat. Du findest dann auch einen Button, kannst dir einen der drei Pläne aussuchen. Solltest du mal gar nicht zufrieden sein, gibt es eine 30-Tage Geld-Zurück-Garantie. Ich denke, das ist sehr fair und du kannst Builderall auch monatlich kündigen. Die meisten Leute bleiben aber bei Builderall, weil sind wir mal ganz ehrlich, es gibt aktuell nichts Vergleichbares auf den Markt. Lass mir gerne ein Like da, abonniere meinen Kanal, schreib mir einfach mal in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Deine Katharina, mach's gut, ciao, ciao.